Hallo, in diesem Video nur kurz gezeigt, wie leicht sich die User-Account-Verwaltung oder die Benutzerverwaltung von Windows 7 austricksen lässt. Dazu habe ich jetzt hier ein Windows 7 in der Standardeinstellung bzw. alle Patches auf dem neuesten Stand. Hier ganz kurz zu sehen. Nach Updates suchen. Keine wichtigen Updates verfügbar. Firewall ist aktiv. Hier ist auch alles im grünen Bereich. Und als letztes Java, neueste Fassung installiert am 13.01. Bei diesem Angriff wird die Java-Lücke nochmal ausgenutzt. Wie gerade gesehen, es ist die neueste Version. Die Java-Lücke haben wir schon in einem anderen Video ausgenutzt. Mit dem SET oder Set Toolkit haben wir damals Passwörter abgegriffen. Insoweit werden wir diese Schritte, die sich jetzt hier wiederholen, zügig abhandeln. Hier geht es jetzt eigentlich eher um die Benutzerkontensteuerung, wie schnell die sich austricksen lässt. Und wir verschaffen uns damit Systemrechte. Mit Systemrechten sind wir höher als der Admin und können jede Software auf dem Computer ausschalten, von der wir glauben, dass sie uns Schwierigkeiten bereitet. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, das Problem ist nicht, dass ich auf Ihren Rechner komme. Da kann weder Windows, noch die Firewall, noch der Virenscanner etwas dafür. Das sind Sie alleine schuld, denn Sie klicken im falschen Moment auf das falsche OK. Das Problem ist, dass nachdem ich auf Ihrem Rechner bin, habe ich normalerweise nur die normalen Nutzerrechte, genau die gleichen Rechte, die Sie auch haben. Und das ist nicht besonders viel. Das Problem kommt halt erst dann, wenn ich mich über das Austricksen der Benutzerkontensteuerung selbst zum Gott mache, zum Gott auf Ihrem System, und das ist für Sie schlecht. Natürlich fallen erfahrene Benutzer auf diesen Trick wahrscheinlich nicht rein. Das wird ausgenutzt bei Nutzern, die noch nicht so den großen Überblick haben, oder halt bei den Benutzern, die zu schnell auf das Falsche klicken. Legen wir also los. Das hier mein Windows 7 Rechner und das ist ein ganz normaler Ubuntu 10.10 Rechner. Das Set Toolkit, wie gesagt in dem anderen Video schon besprochen, ist schon installiert, wird also einfach gestartet. Jetzt suche ich mir hier Website Attack Vector aus. 2 Java Applet Attack Method 1 und den Site Cloner. So, geklont wird https://gmail.com, ist allerdings völlig egal. Wichtig ist nur, dass ich Sie mit einer fingierten Mail am Ende darauf lotse. So, alles Default-Einstellungen. Jetzt wird eine Backdoor-Exe erstellt, die in der Lage ist, Ihren Antivirenscanner auszutricksen. Wollen wir das Ganze auch noch für Linux und OS X? Nein, das nehmen wir nicht mit. Der Webbrowser, der jetzt hier benutzt wird, ist ebenfalls egal, obwohl ich jetzt den Internet Explorer 8 dafür benutze. So, der Server läuft. Das heißt, wir werden also mittels eines Links auf diesen Server gelotst und der Link, der kommt dann entweder über E-Mail oder Twitter, Linkverkürzer, Facebook oder irgendein Forum. Springe ich jetzt natürlich von Hand drauf. So, jetzt sind wir schon auf dem Server. Hier wird jetzt schon kräftig gearbeitet. Hier warten wir jetzt als nächstes auf das Applet. So, das ist auch da. Wie gesagt, unerfahrene Benutzer, die lassen sich davon in die Irre führen. Erfahrene Benutzer natürlich nicht. Hier sind wir vorgeblicherweise auf Google Mail und hier kommt ein Applet. Zwar nicht verifiziert, aber es soll von Microsoft als Urheber sein. Das ist natürlich nicht besonders glaubhaft, aber wie gesagt, die mit dem schnellen Mauszeiger, die klicken da schnell drauf oder die, die noch nicht den richtigen Überblick haben. So, hier ist jetzt unsere Session erstellt. Das heißt, ich kann hier weitermachen mit Use Post Windows Escalate Bypass User Account Control. Dem das funktioniert hat, Show Options Set Session 1. Und Exploit. Jetzt werden wieder Daten rübergeschoben. Das Ganze dann am Ende gestartet. Und ein neuer Prozess wird erstellt. Ein Notepad-Exe-Prozess.
So, der neue Prozess ist gestartet. Schauen wir uns das ganz kurz an. Können wir das jetzt hier mal minimieren? Öffne ich mal den Task Manager. So, wo haben wir ihn? Notepad Exit, da ist er. Und hier sehen wir also nirgendwo Notepad Exit. Insoweit können wir hier also weitermachen mit Sessions I2. Get System, das ist der Befehl, damit ich Systemnutzer werde. Meldung vom System ist Got System, ich habe es also. Kann ich mich da mal anmelden mit Shell. Und dann habe ich hier schon quasi die Konsole oder die Eingabeaufforderung. Microsoft Windows Version 6.1, das ist Windows 7. Und ja, Überblick aller Dateien oder Who am I? Und da steht jetzt NT-Autorität System. Wie schon gesagt, jetzt wäre ich also in der Lage, all die Arbeiten durchzuführen, die auch Sie von Ihrem Account bzw. von Ihrer Eingabeaufforderung aus ausführen könnten. Nur ich kann noch ein bisschen mehr, weil ich halt mehr Rechte habe. Ich bin Systembenutzer. Ich bin also quasi Gott auf Ihrem System. Unter anderem kann ich auch Dateien auf Ihrem Rechner schieben. Abgesehen davon natürlich, dass ich Prozesse beenden kann, Aufgabenplanung durchführen kann oder Prozesse starten können, aber eben auch Dateien auf Ihr System schieben, Dateien, die Sie nicht gebrauchen können. Jetzt ganz kurz nochmal vorab getestet, Eingabeaufforderung geöffnet, CD, CD Windows, System 32, dir Sternchen.jpg, nur um zu schauen, dass im System 32 jetzt hier derzeit keine JPEG-Datei ist oder eine Datei mit der Endung JPEG. Jetzt will ich hier nochmal ganz kurz rausgehen und jetzt Upload, Home, Semper Video, Downloads und die Datei, die ich mir jetzt hier beispielhaft rausgesucht habe, die lautet Cute Chick with Hairy Pussy und die schiebe ich Ihnen nach C, Windows, System 32. So, Datei ist drüber geschoben worden. Jetzt nochmal hier. Alle Dateien mit JPEG-Endung. Und da ist die Datei. Ist noch nicht ganz drüben. Obwohl es mir hier schon als ganz drüben meldet. Machen wir es nochmal. Ja, jetzt ist sie ganz drüben. 81 Kilobyte. Und Sie wären nicht mal in der Lage, die Datei zu löschen. Delete, cute, chick. Zugriff verweigert. Sie haben nämlich nicht genug Rechte dazu, um diese Datei zu löschen. Starten können Sie allerdings, natürlich um zu sehen, was ich Ihnen da jetzt gerade Übles auf den PC geschoben habe. Da ist sie, das süße Küken mit der haarigen Mieze. Das darf also eigentlich so nicht passieren. Wollen wir hoffen, dass Microsoft das fixt, bevor die zwei hier volljährig sind. Okay.